Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin hier gerade in Kumköy und wir schauen uns heute mal hier in Kumköy Evrensekie die Flussmündung an, wie es hier aktuell Anfang Februar ausschaut. Es ist ja auch schon eine Zeit her, dass wir hier bei tollem Wetter hier waren. Und es ist hier im Sommer hier ein kleiner Bach und im Winter wird es halt hier richtig zum Fluss. Und das ist auch hier ein kleiner Bach im Sommer, den auch sicherlich viele schon überquert haben, was auch dort, weil das Wasser dort auch sehr kalt im Sommer ist das in dem Bereich auch ein bisschen frischer, das Wasser, also im Meer. Und wir haben auch heute einen ganz, ganz herrlichen Tag von 17 Grad. Und wie gesagt, wir schauen uns mal hier die aktuelle Lage heute hier an. Ich kann einmal die Kamera drehen. Ich bin hier gerade genau vor dem Strandabschnitt vom Stella Elite Resort Hotel in Kumköy. Die haben wir hier den Strandabschnitt. Und hinter mir sieht man das Defnegan Hotel. Gleich nebenan ist das Caesars Hotel. Das Caesars Hotel ist sehr stark in der Renovierung. Das kann man auch sehen, dass dort sehr viel erneuert wird. Das müsste auch das älteste Hotel hier in Kumköy sein. Das hatte noch zu früheren Zeiten auch Casinos im Hotel gehabt. Aber mittlerweile, seitdem die Regierung von dem Recep Tayyip Erdogan an der Macht ist, sind ja die ganzen Casinos in der Türkei nicht mehr da. Die wurden alle abgeschafft und die gibt es aber noch in Zypern auf der türkischen Seite. Wer da gerne Casino oder ein bisschen zocken mag, muss halt nach Zypern fliegen oder mit dem Boot fahren. Hier bei uns in der Türkei gibt es das nicht mehr. Und seitdem gibt es halt auch das Caesars Hotel, also schon ein etwas älteres Hotel. Mittlerweile arbeitet es mit russischen Reiseagenturen. Also da waren eigentlich hauptsächlich nur Russen im Sommer. Sehr wenig Europäer. Und hier mal das Stella Elite Resort und Spa Hotel. Das war, glaube ich, auch mein erstes Hotelvideo. Jetzt im Mai, letztes Jahr, was ich vorgestellt hatte. Das kann man auch unter den Videos schauen. Das Stella Elite Resort und Spa Hotel, was ich vorgestellt hatte. Zuerst hieß es ja, dass es im Winter aufhaben soll, aber es hat doch zugemacht. Und jetzt sind wir hier am Strand von Kumpio angekommen. Und wir gehen von hier aus in Richtung Flussmündung. Von Kumpio der Evrensekie. Und wenn man schon hier ist, bin ich halt auch schon hier losgegangen, damit wir auch ein bisschen von dem herrlichen Wellenrausch mitbekommen und natürlich auch die herrliche Sonne. Heute sind 17 Grad und schaut mal, das ist der Blick in Richtung Evrensekie. In diese Seite werden wir auch, in diese Richtung werden wir auch gehen. Hier sieht man das Caesars Hotel, das Defnegan Hotel, nochmal von hier aus. Und das ist der Blick in Richtung Side. Wir waren ja gestern beim Aleria Hotel. Und von hier aus gehen wir mal jetzt in Richtung Evrensekie und schauen uns mal an so einem herrlichen Tag den Strandbereich vom Miramare Beach and Queen, vom Luna Blanca, hier vom Caesars Hotel, was aber auch zu hat.
wie gesagt, es ist ein reines Russenhotel geworden mittlerweile. Ohne Frauenbegleitung kann man auch in das Hotel nicht rein. Das kann man nicht buchen als türkischer Bürger, damit man die ganzen russischen Frauen da nicht belästigt. Die ganzen Nataschas und Svetlanas, die sollen auch ihren Urlaub genießen und nicht angebaggert werden. Daher kommt man da ohne Frauenbegleitung nicht rein in das Hotel, das Caesars Hotel, hier in Kumköy. Und hier sieht man ein paar Angler. Das war ja der Security von meiner Siedlung, wo ich wohne. Wir sind gerade endlich gekommen sind. Ja, und hier ist ja alles weggeräumt, die ganzen Schirme. Von Miramare Beach und Queen. Die werden wahrscheinlich wieder gestrichen, vorbereitet für die neue Saison. Schaut mal, wie schön die Sonne auf das Meer spiegelt. Das ist schon ein sehr, sehr schöner Anblick. Jeden Tag. Das Wasser steht auch sehr hoch. Und da sieht man, dass hier jetzt bei Miramare die Vorbereitungen losgehen. Und wir haben ja heute schon den 4. Februar. Und man darf nicht vergessen, dass ab März schon das hier wieder voller wird vor Ort. Und daher wird auch vieles vorbereitet. Und gleich sind wir bei der Flussmündung angekommen. Wie gesagt, im Sommer ist hier die Mündung ein dünner Bach, aber weiter rein ist es immer noch ein Fluss. Und das Luna Blanca Hotel macht auch den Strand fertig. Wir haben hier ein neues Sonnenschirmsystem. Wenn die hier haben, das sieht man auch. Da wird es schon vorbereitet und da liegt man ja fast im Wasser, wenn man hier gleich in der ersten Reihe ist. Und hier sieht man immer viele Angler bei der Flussmündung, weil dort, wo Süßwasser ins Salzwasser fließt, ist immer viel Fischverkehr. Gerade zum Sonnenuntergang und zum Sonnenaufgang gehen da die Raubfische immer die kleineren Fische jagen.
um sie zu fressen. Und jetzt sind wir hier auf einem Wachposten. Und das ist hier die Flussmündung. Der Kumkö und F-Rensech getrennt. Und das ist die erste Brücke. Die Kumkö und F-Rensech vereint. Und von dieser Brücke aus sieht man auch jeden Tag Schildkröten im Sommer und viele Fische. Und da sieht man vom Luna Blanca Hotel die ehemaligen Stangen von den Sonnenschirmen. Die haben hier ein neues System. Das sieht man auch. Sieht alles neu aus. Dann wird auch alles schön gemacht. Ja, das ist die Flussmündung. Wir können nochmal auf die andere Seite gehen. Wir können mal nach F-Rensech rüber. Und vergiss da auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man jetzt innerhalb Februars hierher kommen sollte. Viel wird sich hier sicherlich nicht ändern. Und hier sieht man, dass das Schilf weggemacht wurde. Das freut natürlich auch immer die Angler. Dann haben die da mehr Platz. Und kaum ist das Schilf weg, sind gleich mehrere Angler da. Ja, sieht man auch. Und genau hier, an der Stelle, sieht man jeden Tag Schildkröten im Sommer, genau hier unten. Und jetzt sind wir in F-Rensech. Wir können ja mal hier ein bisschen spazieren gehen und auf der Promenade zurückkommen sonst. Schön hier für Fotos. Kann man tolle Fotos machen. Auch hier zum Sonnenuntergang. Oh,
zwar mal die Hafenmauer, kann man von hier aus auch sehen. Die Hafenmauer von Ersenseki. Da sind wir auch vor ein paar Tagen entlang gegangen. Das Wasser steht aber sehr hoch. Und der Strand ist hier schnell wieder sauber gemacht worden. Wenn man denkt oder zurückdenkt, was man hier für einen Sturm hatte. Und wie das hier aussah. Schaut mal, wie sauber es jetzt hier ist. Der Sand ist wirklich herrlich, um spazieren zu gehen. Hier direkt am Wasser. Das Wasser müsste auch an die 20 Grad haben. Das letzte Mal, wie wir das gemessen hatten, waren es ja ca. 20 Grad. Hier das Meer von Side. Das können wir mal nächste Woche auch nochmal messen. Dann bald ist ja März, dann wird es hier auch voller. Und dann interessiert es auch desto mehr die Wassertemperatur, wie warm es hier ist. Und viele Leute wollen auch ins Wasser gehen. Gestern wollten wir uns den Sonnenuntergang anschauen in Kumköy und da war statt Sonnenuntergang, was wir uns angeschaut haben, eine sehr, sehr tolle Wolke vor der Sonne. Das sah sehr schön aus. Und heute haben wir ganz klar die Sonne im Blickfeld hier in der Ersenseki. Ja, und jetzt mal von hier aus hoch auf die Promenade. Wir sind nämlich hier gerade beim Trendy Verbena Beach. Da vorne gehen wir mal hier hoch. Wir gehen die Promenade zurück, das Stück. Und sind dann wieder in Kumköy. Und da können wir uns ja einen Teil der Promenade anschauen. Hier in der Ersenseki. Das Meeresrauschen geht gleich wieder weiter. Wir gehen nur hier kurz hoch, damit wir auch ein bisschen Abwechslung haben. Schauen wir uns mal hier die Promenade, das Stückchen an. Wir gehen von da aus wieder in Richtung Kumköy. Und da sieht man auch, dass hier der Strand wieder vorbereitet wird für den nächsten Tag. Das wird schön glatt gemacht hier vom Beach Boy. Ne?
fein wird das gemacht. Hier beim Verbena, Trendy Verbena Hotel. Und auch um die Uhrzeit zeigt dort oben das Thermometer, das digitale Thermometer, 17 Grad an. Und 17.34 Uhr. Heute am 4.2.2024. Ich schau mal hier. Plus 17 Grad. Noch um die Uhrzeit. Also kann man sich nicht beschweren. 17 Grad. 17 Grad. Immer noch, ja. Bitte schön. Jetzt sind wir hier auf der Promenade und hier sieht man einen großen Hund. Ich schätze mal, das ist eine Kangal-Mischung, weil der ist schon sehr groß. Und wenn man hier links geht, kommt man bis nach Cholakle. Und wenn man hier noch 800-900 Meter weiter geht, kommt man zur Schildkrötenbrücke, also zum Hafen von Evrenzeki. Wir gehen von hier aus wieder in Richtung Kumköy. Sitzen wir hier, sieht man, dass hier der Strand vom Lilium Hotel ist. Hier vom Orange Palace. Das Hotel hat ja auch auf. Also in Evrenzeki haben sehr, sehr viele Hotels auf. Und ich gehe lieber auf der anderen Seite auf der Promenade spazieren, also auf der Francide, denn hier auf der Promenade sieht man das Meer leider kaum. Schaut mal, weil die ganzen Restaurants von den Hotels, die ganzen Bistros die Aussicht leider behindern. Also hier hört man weniger das Meeresrauschen oder man sieht kaum das Meer. Hier sieht man es jetzt ein bisschen von der Lücke aus. Von daher gehe ich halt lieber auf der anderen Seite. An der Stelle sieht man auch viele Katzen, hier beim TUI Blue Xanto Hotel. Da gibt es auch ein Katzenhaus. Man kann sehen, dass es hier eigentlich sehr ruhig ist. Ein paar Menschen sind zu sehen.
Aber viele bereiten sich auch aufs Abendbrot vor. In vielen Hotels gibt es ja ab 18 Uhr Abendbrot. Und wir haben ja 17.45 Uhr jetzt. Also in einer Viertelstunde gibt es in einigen Hotels schon Abendbrot, in einigen um 18.30 Uhr. Das ist ganz unterschiedlich. Und wir gehen von hier aus gerade auf die zweite Brücke vom Strand aus gesehen. Die Kumkül und Evrensicki vereint. Dann sind wir auch gleich wieder fast bei der Flussmündung. Wir gehen auch gleich wieder in Richtung Flussmündung. Jetzt haben wir uns einen Teil von Evrensicki angeschaut. Einen Teil von der Promenade. Jetzt gehen wir wieder an den Strand von Kumkül. Das ist hier eine Brücke, wo man auch in der Früh Schildkröten sehen kann, ob kleine oder größere. Im Sommer und schaut mal, was im Sommer ausschaut. Da vorne wie ein Bach, ein paar Meter weiter. Es ist hier ein richtiger Fluss. Im Sommer ist er auch so breit, also ganz schön voll mit Wasser. Nur an der Mündung da vorne. Es ist sehr flach. Und in die Richtung werden wir auch jetzt gehen. Wir überqueren gerade die Brücke und somit auch wieder in Kumkül. Und dieser Weg sieht aus wie ein Schleichweg, der führt direkt in die Ortsmitte von Kumkül. Man kommt beim Castival, beim Luna Blanca, beim Sea de Royal Paradise und beim Stella Elite Resort und Spa Strandausgang hin, wenn man hier geradeaus geht. Was suchst du denn hier? Hm? Was suchst du denn? Hier vorne ist Futter, komm mal mit. Komm. Schau mal, hier liegt viel Futter. Komm. Schau mal, hier liegt viel Futter, komm her. Ne, du willst bestimmt gestreichelt werden, du wunderschöne Katze. Hier sind aber auch mehrere Katzen, immer bei dieser Brücke hier. Und von hier aus kann man auch tolle Fotos machen. Hier ist das Luna
Blanca Resort und Spa Hotel. Da sieht man, dass einige Angler aufhören zu angeln. Und jetzt sind wir hier wieder bei der ersten Brücke angekommen, vom Meer aus, die Kumkö und Unterfranseki vereint. Ja, und das ist hier im Sommer rechts eigentlich kaum Wasser an der Mündung. Links fließt hier das Wasser ins Meer. Das heißt, links ist es dann ein bisschen tiefer als rechts. Jetzt gehen wir hier wieder auf der Seite von Kumkö in Richtung Side. Hier wieder vor den Miramar Hotels zum Sonnenuntergang. Auch die Fahnen, dass da ein bisschen Wind vom Süden kommt. Daher ist es auch nicht so kalt. Wenn der Wind vom Süden kommt, ist es nicht kalt. Wenn der Wind vom Norden kommt, kann es sehr kalt werden. Und wenn der Wind vom Süden kommt, heißt es, dass der Wind vom offenen Meer kommt. Dann gibt es halt immer so ein bisschen Wellen.
man sieht, wie viele Leute hier angeln wollen. Aber die Entfernung, die hier die Hobbyangler rausschmeißen, bei diesen Wellen können die vergessen, dass da was anbeißt. Da muss man schon mindestens 100, 150 Meter rausschmeißen. Und das kann man nur mit einem richtigen Surfcasting, Surfangel. Und nicht mit diesen kleinen Angeln hier. Und dann sind wir hier wieder beim Caesars Hotel. Da sieht man den herrlichen Sonnenuntergang. So, und somit haben wir uns heute den Strandabschnitt zwischen dem Defne Garden und dem Trendy Verbena Beach angeschaut. Also wir sind von Kumköy nach Evrensecki gegangen. Das gleiche Stück, wie wir von hier aus zur Flussmündung gegangen sind, sind wir auch das gleiche Stück in Richtung Tolaki gegangen, also in Evrensecki. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.